Yo Leute, Doppelunfall, hier ist wieder Fahrverbot. Nach längerer Pause bin ich nun wieder da. In dieser Pause ist gar nichts geschehen, aber ich habe trotzdem über ein paar Pläne nachgedacht, die ich jetzt natürlich in nächster Zeit umsetzen möchte. Erstmal hier zu der Kulisse. Viele Leute haben sich gewünscht, dass ich das Ganze einfach mal während der Fahrt mache, weil das zu Fahrverbot sehr gut passen würde, so Vlog-mäßig, dass ich nicht immer nur irgendwo am Parkplatz chille oder sowas, sondern auch einfach mal fahre. Das Ganze werde ich tun. Natürlich leider unter den Umständen, dass ich mich auf den Straßenverkehr konzentrieren muss. Unfall. Straßenverkehr konzentrieren muss und deshalb nicht in die Kamera gucken kann, aber generell bin ich eh so unprofessionell, dass ich nie in die Kamera gucke. Ja, und zwar folgendes. Bevor ich nach Madeira gefahren bin, vielleicht kennen mich einige Leute gar nicht auf meinem Hauptkanal. Mein Hauptkanal heißt Tanzverbot und ich war 4 Monate auf Madeira in Portugal. Und bevor ich da hingefahren bin, hatte ich diesen Gedanken, es gibt 2 Optionen für mich, die in Frage kommen. Einmal, Madeira gefällt mir so schön, dass ich dorthin ziehe. Die 2. Option, die habe ich auch in einem Video erwähnt, wäre, ins Auto zu ziehen. Ja, und das ist ein Plan, den ich jetzt nicht näher verfolgt habe, aber der trotzdem in meinem Kopf geblieben ist, weil es mich einfach interessiert, weil ich einfach sehr autofanat bin und ich einfach Bock darauf habe, Autos näher zu kennenzulernen, beziehungsweise einfach mobile Fahrzeuge. Fahrzeuge, die mir ermöglichen, oh ja, genau, lass dir Zeit. Fahrzeuge, die mir ermöglichen, von A nach B zu jedem Zeitpunkt zu kommen. Und ja, ich habe darüber nachgedacht und ich möchte ein Projekt mit euch starten, und zwar eine Woche durch Deutschland mit einem Wohnmobil. Also hier nicht so ein Wohnwagen. Es gibt ja einen Unterschied zwischen Wohnmobil und Wohnwagen. Wohnmobil sind die Dinger, die eins sind. Also wo alles in einem ist, wo man einfach einsteigt und losfährt. Und Wohnwagen sind ja die Dinger, die du hinter dir herziehen musst. Ich bin ganz ehrlich, ich habe so ein Ding noch nie hinter mir hergezogen. Und ich glaube, man braucht auch einen Führerschein für eine bestimmte Größe oder so. Weiß ich gar nicht genau. Jedenfalls habe ich das noch nie gemacht und deswegen würde das für mich eher nicht in Frage kommen. Allerdings kann ich Autos sehr gut einschätzen und deshalb denke ich, dass ein Wohnmobil für mich tatsächlich eine gute Alternative ist, und das möchte ich jetzt auch in die Tat umsetzen. Ich habe mich jetzt schon mal ein bisschen damit auseinandergesetzt, auch damals mal mit meinem Onkel darüber gesprochen, weil der mit seiner Familie mal mit einem Wohnmobil unterwegs war, eine Woche, und ja, das Ganze lässt sich natürlich auch gut bezahlen von demjenigen, den der Wohnwagen gehört, und zwar möchte der ungefähr 1.500 Euro, nicht für einen Monat oder so. Du denkst dir so, ey, das geht ja so, mobile Wohnung so. Nein, in der Woche. 1.500 in der Woche, und also mit so DDR-Krücken oder sowas von irgendwelchen Privatanbietern traue ich mich sowieso erstmal gar nicht. Wichtig für mich ist auch, dass ich habe keinen Bock hier rumzuschalten. Ich habe zwar einen Schalterführerschein gemacht und ich liebe Autos auch sehr, aber ich bin ganz ehrlich mit euch, ich bin sehr, 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 sehr grobmotorisch veranlagt und deshalb kommt ein Schalter für mich für so lange Distanzen überhaupt nicht in Frage generell, und ich weiß auch gar nicht, in was für Gebiete ich fahre und sowas, und da will ich lieber Automatik haben. Das will ich auch irgendwann nochmal so näher verinnerlichen. Ich weiß, das ist wahrscheinlich so der absolute Gegensatz von allen anderen, die so Autos lieben oder sowas. So, warte, du kannst hier richtig schalten. Ich kann Schalterautos fahren. So, ich habe den damals gemacht, weil ich nicht irgendwann mal hier bei einem sitzen will und er so, ey, ich bin voll im Suff, Alter, kannst du mal mein Auto nach Hause fahren? Und ich so, nee, Alter, ich habe eine Automatik gemacht. Für so eine Momente habe ich einen Schalterführerschein gemacht, dass ich einfach machen kann. Wisst ihr, was ich meine? Aber ich mag es einfach nicht. Wie gesagt, ich bin zu grobmotorisch. Bei mir wackelt das immer rum. So, zweiter Gang, dritter Gang. Eine Kupplung hält bei mir 5000 Kilometer. Nach dem Motto, wisst ihr? Und deswegen brauche ich einfach Automatik. Deswegen kommen so alte für mich auch nicht in Frage. Und deswegen habe ich einfach Bock, jetzt mal auch vielleicht euch so ein bisschen anzusprechen. Vielleicht ist ja unter euch der ein oder andere Wohnmobilunternehmer am Start, der vielleicht Bock hat, mit mir so eine Art Kooperation zu starten. Ich habe einfach mega Bock darauf. Ich will einfach, dass so gegenseitig aufeinander Rücksicht genommen wird. Ich will, dass der Wohnmobiltyp irgendwie davon profitiert. Ich will davon profitieren. Ich will fahren. Mal gucken, was ich da ergeben kann. Und ich habe da einfach mega Bock drauf. So einfach eine Woche mal unterwegs sein. Und ich will auch nicht an irgendwelchen Campingplätzen oder sowas sein. Das ist für mich nicht Leben. Leben für mich ist einfach mit einem Campingwagen irgendwo an so einer polnischen Raststätte oder so chillen. Wisst ihr, was ich meine? So übelst dunkle Gestalten nachts an dir vorbeilaufen. Genau da will ich chillen einfach. Da habe ich mega Bock drauf. Und natürlich will ich nicht abgezogen werden oder sowas, und ich bin jetzt auch kein harter Typ, der sich hier gegen drei Schränke oder sowas wehren kann, aber ich habe keine Angst davor, weil ich einfach diesen Lifestyle leben möchte, und ich habe einfach Bock, das mit euch zu teilen. Also ich werde das auf jeden Fall so kombinieren. Also ich werde meinen Hauptkanal kombinieren mit diesem Kanal hier, dann kommen so Videos, dies, das, yo, das ist der erste Vlog, der kommt auf meinen Hauptkanal, der zweite Video kommt auf meinen Zweitkanal, guckt doch mal alle vorbei, wisst ihr, so mäßig, ich zwinge euch einfach, dass ihr doch auf dem Zweitkanal müsst. Voll unnötig. Also das ist ja eigentlich kein Zweitkanal, das ist ja eigentlich ein richtiger Erstkanal, halt mit einem anderen Format. So, das ist ja, ist ja egal. Jedenfalls habe ich übelst Bock darauf, so, und das ist auch für mich einfach mal
für mich auch einfach mal die Erfahrung, um zu gucken, ob das überhaupt was für mich ist. So einem Camper ist natürlich schon mal eine ganz andere Liga als das, was ich mir eigentlich vorgenommen habe, weil eigentlich dachte ich mit im Auto wohnen, so mein X3, den ich jetzt habe, einfach so hinten im Kofferraum schlafen. So, das war für mich im Auto wohnen und einfach so irgendwann um 7 Uhr aufstehen, weil der Rücken übelst wehtut und dann an der Raststätte schön so schön an diesen Wasser hier, die immer ausgehen. Ich schwöre euch, diese Dinger, du drückst so rauf, willst Hände waschen, geht einfach aus. Da will ich mir einfach die Zähne putzen neben, und neben mir sind die Trucker irgendwie am Kacken oder sowas und einfach hier so 5 Euro Raststättendusche. So, weißt du, das will ich einfach leben irgendwie. Ich habe auch keinen Bock auf so einen übelst luxuriösen Camper, so mit Dusche, dass man halt gar nicht dieses richtige Draußen-Feeling hat. Wisst ihr, ich will einfach so, keine Ahnung, so wenn ich irgendwo Wasser sehe, wenn ich irgendwo Wasser sehe, wo man schwimmen gehen kann, was nicht so bachmäßig ist, wo alles so steht und so eklig ist, dann will ich so das Gefühl haben, ey, die Situation muss ich nutzen, Alter. Ich hole mir so biologisch abbaubare Seife und dann gehe ich da baden. Weißt du, so das ist dieses Survival-Leben, was ich haben will. Ich will nicht alles im Camper haben, so hier 3-Sterne-Küche oder sowas. Wisst ihr, was ich meine? 4-Sterne-Küche oder sowas. Wisst ihr, ich weiß ja nicht, was gut ist. Wie viele Sterne sind denn gut? Weiß ich nicht. Genau, aber wisst ihr, was ich meine? Das will ich einfach leben und deswegen will ich einfach mal gucken. Das Problem ist, ich war wirklich mal überlegen, mir einen Camper zu kaufen, aber die Dinger sind einfach arschteuer und ich meine wirklich arschteuer. Es ist wirklich so alte vergilbte DDR-Dinger, wo oben schon sagen, ja, wenn es ihnen nichts ausmacht, an allen vielen Stellen oben schimmelt 15.000 Euro mit Schalter, Alter, wo du wahrscheinlich gar nichts mehr spürst. Ich will gar nicht wissen, wie sich die Dinger schalten mit 300.000 Kilometer. Die sind arschteuer. Deswegen kommt das für mich erstmal nicht in Frage, mir so ein Ding zu kaufen. Deswegen will ich jetzt hier auch einfach mal einen offenen Brief so gesehen starten, ob irgendwer vielleicht Interesse daran hätte, mit mir zu kooperieren. Ich möchte keinen Privat oder sowas haben. Ich möchte jemanden, der komplett versichert ist, wo ich mir keine Sorgen machen muss, wenn irgendwas passiert. Ich bin ein sicherer Fahrer. Ich achte sehr darauf, wie ich fahre. Ja, Mann, ich habe seit 2 Jahren meinen Führerschein. Was will ich hier labern? So, denn gucken irgendwelche Leute, die 20 Jahre einen Führerschein haben, hier schon 8 Milliarden Kilometer gefahren sind. Was für sicherer Fahrer, du hast gar keinen Plan. Ja, aber ich denke, dass ich schon sehr gut mit Situationen umgehen kann. Und sonst würden mir auch Menschen wie Sido zum Beispiel nicht hier diesen S63 anvertrauen. Und der hat ja nun auch schon, ist auch schon einige Male mit mir gefahren. Und der hat auch gesagt, dass er mich als sicheren Fahrer empfindet und dass ich die Situation gut einschätzen kann. Ja, wie gesagt, ich will einfach, dass alles safe ist mit irgendeinem Wohnmobil. Wohnmobil, Rent-a-Car-Typ irgendwie, wenn jemand Bock hat, da mit mir zu kooperieren oder sich da irgendeine Möglichkeit ergibt, könnt ihr euch gerne melden. Ich werde für mich auch nochmal gucken, wenn sich nichts ergibt, dann werde ich höchstwahrscheinlich darauf zurückgreifen, dass ich mir wahrscheinlich für so 1000 oder 1500 Euro mal einen Wohnwagen mieten werde. Es tut schon weh, aber das ist einfach ein geiles Projekt und ich habe einfach mal Bock, für mich zu gucken, ob dieser Traum realisierbar ist, ob ich überhaupt der Mensch dafür bin, einfach immer draußen zu sein und keinen festen Standort mehr zu haben. Wisst ihr, was ich meine? Und deshalb, ja, das war einfach so die kleine Ankündigung gewesen, ohne einmal in die Kamera geguckt zu haben. Ich glaube, ich habe einmal kurz geguckt und das passt jetzt auch perfekt, weil hier ist eine rote Ampel. Das bedeutet, ich muss mal ganz kurz nicht auf das fahrende Auto achten und ja, mit diesem schönen Ausblick hier, den ihr gerade im Hintergrund habt, würde ich das Video auch ganz einfach beenden. Ich hoffe, es kommt was Cooles dabei rum. Ich hoffe, ihr habt auch Bock darauf. Schreibt einfach mal einen Kommentar oder lasst es bleiben oder ich will euch ja zu nichts zwingen oder so. Macht einfach, was ihr wollt und ansonsten gibt es mehr an dieser Stelle nicht zu sagen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend oder Mittag oder Morgen oder je nachdem, wann ihr es guckt. Vielleicht auch in der Nacht. So richtige No-Life um 3 Uhr morgens. Ja, gucken wir erstmal ein Video von Tanzverbot auf dem Zweitkanal. Mann, das ist kein Zweitkanal. Alles klar, bevor es grün wird, haut rein, euer Fahrverbot. Ich habe übelst Bock drauf.